Wenn sie rummeckert, jammert oder sonst was macht, soll ich das aushalten oder kann ich wegrennen? Das ist eine Frage von einem Mann aus meiner Facebook-Gruppe und die möchte ich gerne heute beantworten. Was dieses Meckern, Jammern und so weiter von Frauen auf sich hat und was sie eigentlich braucht von dir, lieber Mann. Also, sprechen wir nochmal Tacheles. Wenn sie jammert, meckert, nörgelt, irgendetwas fordert, was sie eigentlich sonst nicht einfordert, dann möchte sie deine Präsenz haben und sie möchte vor allem spüren, dass du bei deiner Meinung bleibst. Also es geht, und wir sprechen ja nicht umsonst von Tests, es geht darum, mit diesen Tests umzugehen und eben nicht alles ernst zu nehmen, weil du weißt ja, die Frau ist ja eine indirekte Kommunikatorin. Das heißt, wenn du es wortwörtlich nimmst, dann ist es falsch, weil sie meint die Sachen eben nicht wortwörtlich. Ja. Das heißt, was sie eigentlich möchte, ist, dass du, weil sie erlebt ja so vieles emotional, sie möchte deine Klarheit und deine Stärke spüren, ja, und deine Werte und dass du sie im Grunde erinnerst, dass alles gut ist, so wie es ist. Weil als Mann bist du ja die Sonne. Das heißt, du strahlst, deine Kraft strahlt immer heraus und du bist immer da und anwesend. Und die Frau als Mond oder Mondin ist ja getrieben von Emotionen und von Stimmungen. Und da brauchen wir dieses, ja, liebevolle, klare des Mannes. So, und was kannst du also dann tun? Und du hast es schon ein bisschen rausgehört. Bin jetzt so auf diese Liebe und Klarheit und Sonne eingegangen. Du kannst sie mit deiner Liebe kriegen. Ich weiß, in so Situationen, wenn so über Jahre, Jahrzehnte sich solche Gewohnheiten eingeschlichen haben, ist es schwierig. Aber diskutiere bitte nicht mit ihr, sondern umarme sie ganz innig, drücke sie, kitzle sie, hebe sie hoch, schüttle sie kurz. Hau ihr auf den Po, wenn das jetzt von ihr nicht als Übergriff gewertet wird, sondern wenn das so ein Spaß ist zwischen euch. Mach einen Witz, schrei, stopp! Und dann rennst du auf sie zu und umarmst sie. Oder, also, ich will damit sagen, mach etwas, was sie aufrüttelt, dass sie merkt, dass sie zu weit gegangen ist. So, das waren so, das war jetzt so diese Spaß und liebevolle Version. Und wenn es sozusagen schon in Richtung ja, Eskalation geht, dann kannst du ja auch auf andere Arten einen Stopp sagen, ja? Ohne sie anzuschreien zum Beispiel, ohne jetzt da auszurasten. Das heißt, du kannst sagen, ach, ich habe noch was vergessen. Gehst du raus aus dem Raum. Na, und machst einfach, gehst einfach raus und sagst, ach nee, du, ach, ich muss noch mal kurz wohin. Oder ich muss noch mal kurz einkaufen. Ach, ja, jetzt habe ich das vergessen. Schupp. Und dann machst du das indirekt. Das heißt, sie merkt nicht direkt, dass du deswegen jetzt gehst. Aber wenn sie vielleicht drüber nachdenkt, dann merkt sie das schon, ja. Oder du sagst, ich komme wieder, wenn du dich beruhigt hast. Und gehst auch raus. Dann ist es ein bisschen noch klarer und direkter. Oder du sagst, lass uns das Thema besprechen, wenn das, wenn wir dafür Zeit haben. Ja? Oder morgen, lass es uns morgen besprechen. Ich muss mir das erstmal überlegen, weil vielleicht will sie irgendwas, irgendeine Entscheidung oder so. Ne? Also auch da, du kannst ja
Wenn du nicht weißt, was dein Wert ist oder wie du jetzt reagieren sollst, dann sag du, ist mir jetzt gerade zu viel, ich kann dazu jetzt nichts sagen, aber ich merke, es ist dir wichtig. Es geht ja auch, also jetzt gehe ich noch mal ein bisschen tiefer. Es geht ja darum, sie möchte ja Präsenz einfordern. Sie möchte sehen, dass du das mitbekommst. Also kommunizierst du so, dass du das ausdrückst, dass du es mitbekommst, damit sie weiß, ja, der hat es gemerkt. Du, ich merke, es ist dir jetzt hier total wichtig, dass wie der Boden aussieht. Wow, ich finde das toll. Ja, lass uns das nochmal in Ruhe morgen besprechen. Ja, dann kann ich mir was überlegen. Jetzt nur mal so, dann hast du das ernst genommen. Du weißt vielleicht, dass es ein Quatschvorwand ist, was sie da erzählt. Aber du hast es zumindest ernst genommen und sie fühlt sich auch gewertschätzt und gesehen. Ja, weil das ist ihr wichtig. Oder mal so ein Beispiel, ja, die Krümel, da liegen immer Krümel rum, ja, du, ne, so dann sagst du, wow, toll, dass du das alles siehst, ich sehe das überhaupt nicht, ich finde das so toll, ja, wie du das sehen kannst. Ja, lass uns dann eine Lösung für finden und dann umarmst du sie, verstehst du, und dann war es das. Die Frau will einfach nur, dass du Präsenz zeigst und dass du ihr ausdrückst, dass du sie siehst. Okay, so. Ran ans Werk, ihr Lieben, und bitte mit Humor und Freude, ja, ihr Sonnenscheine.